Waren wir denn hier hinten schon drin? Was war das gerade für ein... Hallo liebe Zuschauer, hallo YouTube. Na, wie geht's, wie steht's? Wir haben hier letztens in der Folge aufgehört, wir sind hier das Seil runtergeklettert. Ich habe hier noch ein kleines Nest aufgeschlagen, um zu speichern. Wir sind jetzt hier unten und wollten diese Höhle mal erkunden. Und ich hoffe mal, wir können es auch machen. Ob wir hier irgendwas Tolles finden, weiß ich noch nicht. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich keinen Bock habe. Ihr wisst, wie ich die Höhle hasse. Und hier ist auf jeden Fall alles zu. Hier glänzt es alles nur so hässlich. Und unser Weg geht hier... Wir haben genug Stöcker dabei. Und wir müssen anscheinend hier runter. Alter, ist das tief. WTF. Ihr wisst gar nicht, wie angespannt ich schon wieder bin. Das ist so kacke hier drin, Alter. Das ist so dunkel. Warte mal. Können wir eigentlich unsere große Axt... Nein. Die ist mir zu langsam. Wir brauchen die kleine. Falsche Taste. Ruhig bleiben, Dicker. Ah, sehen Sie. Danke nochmal Rick an der Stelle für diesen Tipp, dass man hier seine Axt anzünden kann. Das ist die Frage, wie lange brennt die eigentlich? Brennt die denn die ganze Zeit? So lange das Tuch vorhanden ist, wa? Schon besser. Das Feuerzeug brauchen wir eigentlich nicht, aber wir behalten es mal trotzdem. Alter. Boah, es ist ja so dunkel hier drin. Das ist so zum Kotzen. Ihr wisst das gar nicht. Und irgendwie ist hier immer so ein Wasserloch. Kann es sein? Ach so, das ist diese Stelle mit der Kletteraxt. Weil da unten ist sie nämlich. Okay, dafür entführt das ganze Ding hin. Okay, okay. Also rein theoretisch müssten wir sogar unser Feuer auch finden, unsere Feuerstelle, oder? Müsste hier auch noch sein, theoretisch, vom letzten Mal, als wir hierher gekommen sind. Hier ist er, siehst du? Und da hinten ging es weiter, aber da hinten haben wir... Warte mal. Ich weiß gar nicht, aber wie genau. Das hängt ja wirklich gefühlt alles miteinander zusammen, kann das sein? Also, egal wo wir hingehen... Es hängt alles zusammen und ohne das Tauchgerät kommen wir gar nicht über. Kommen wir doch hier gar nicht weiter. Komm, hier können wir rüberhüpfen. Und können hier hinten lang. Waren wir denn hier hinten schon drin? Was war das gerade für ein... Was ist das? Was war das? Können wir so ein Flashlight rein, eine Leuchtfackel reinwerfen? Stupid! Oh, wir hätten die wieder vorher anzünden sollen. Was? Was denn? Ja, du machst aber komische Geräusche, Kollege, Alter. Weißt du das? Alter. Ekelhaft. Hier, nimm das, du Sack. Was haben wir gefunden? Irgendein Baum. Und da ist irgendwas zum Wegspringen anscheinend. Rohbarer Fisch, verdorbener Fisch, ist der noch essgenießbar? Leider nicht, aber wir haben hier noch einen Snaggy. Komm, Dicker, ess mal, trink mal eine Soda.
Ja. Boah, nervst du nicht. Leuchtfackeln. So viele wie es geht. Wir haben nämlich kaum welche. Boah. Was haben wir hier? Ach, guck mal, wo wir sind. Wir sind mitten in dem Berg drin, unten in diesem Loch. Aha. Ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Ja, genau. Und hier gibt es nichts weiter? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Tiefe stürzen. Ah, ich sehe aber auch kaum was. Oder rein, da können wir auch nicht rein. Nein, nein, nein. Aber hier, können wir hier rein? Ja, hier können wir rein. Da ist ein Sneaky Hole, siehst du? Aber hier ist auch schon zu Ende. Aber hier, guck mal, wir sind mitten im Loch drin. Es ist Nacht. Ich kann auch leider nicht sagen, welcher Tag wir jetzt gerade sind, weil wir einfach in der Höhle gestartet sind. Okay, jetzt gehen wir hier durch. Wo sind wir denn jetzt? Wow. Boah, ernsthaft? Irgendwo hat man die Babys. Die, wo denn? Fliegt irgendwas? Wo denn? Da. Ui. Erledigt. Das ist. Ich steck fest. Wieso steck ich fest? Was kannst du eigentlich? Wo denn? Ich höre das Kackvieh nur, aber ich sehe es nicht. Was haben wir hier? Nix. Hier können wir höchstens mal speichern nochmal. Können wir rauswissen, welchen Tag wir haben. Tag 45, seht ihr? Sehr gut. Wo ist das noch eins? Was ist das jetzt mit euch? Gibt es noch welche von euch? Nein, das können wir nicht mitnehmen. Ist da noch irgendwas? Oh. So, hier kann man einmal nach oben gehen. Hä? Hier sind wir also rausgekommen. Okay, und dann müsste doch da unser Bootshaus sein. Ne? Dann gehen wir mal nach. Also, das war jetzt die Erkundung dieser Höhle. Wir brauchen auf jeden Fall das Tauchgerät. Ich weiß noch nicht, in welcher Höhle wir das Tauchgerät finden. Oh Gott, jetzt bin ich wieder voll erleichtert, dass wir hier draußen sind. Ihr glaubt das gar nicht. Ihr wisst nicht, wie ich diese Höhlen hasse. Aber anscheinend müssen wir durch die Höhlen durch. Weil ich glaube, die Höhlen, dieses große Loch. Hat irgendeinen Sinn und wir müssen da irgendwie hin. Und das werden wir noch herausfinden. Wann, wo, wie, wo, was. Oh, home sweet home. Also nur erstmal für den ersten Fall hier, ne? Oh, ist das schön. Hello. Das ist wirklich so, ne? Sowas wie... Ist das nicht wundervoll, Sammy? Leben! Richtiges Leben! Eine Gabe Gottes, die uns viel zu lange vorenthalten wurde! Na, ihr wisst schon... Oh, geil. Oh, ich bin eigentlich raus aus dem Loch. Alter Schwede, war das denn... Das war wirklich wieder mega heftig. Mega beunruhigend. So, wir haben die Höhle erkundet. Ist nicht viel mehr rumgekommen, leider. Kein Item Neues gefunden.
Wobei die Höhle ja mit mehreren Sachen verknüpft ist. Leider können wir jetzt gar nicht, wenn wir auf der Karte sind, das kann, können wir gar nicht verknüpfen, ne? Komm mal hier. Nein, hier. C. C. So reicht das. Können wir hier nochmal ein bisschen. Oh, nice. Okay. Seht ihr? Für die heftigen Tage. Ein bisschen Alkohol noch. Huh, wir haben es geschafft. Mal an hier. Wir müssen ja immer noch 52 Baumstämme sammeln für unser Baumhaus, fällt mir gerade ein. Wir hatten noch einen verdorbenen Fisch und den essen wir jetzt. Ruf da. Interessant, ne, dass sie über die ganzen Höhlen sich quasi vernetzt und hier hast du die große. Und wir waren mittendrin. Wir waren hier unten. Wir waren da schon ziemlich weit unten. Wir waren schon ganz schön tief drin. Ist nur die Frage, ob man da irgendwie noch rein kann, irgendwie einfacher rein kann. In Form von irgendwie herabgleiten oder so, da muss man wirklich diese ganzen Tunnelwege dadurch alle Monster besiegen, um dann glücklich zu sein, dass wir es geschafft haben. Aber ich muss sagen, immer noch unser Sohn, ne? Wie heißt der? Ihr wisst, wen ich meine. Den müssen wir irgendwie noch aufspielen, aber ich glaube, der ist leider schon irgendwie, ich glaube, der ist schon gefressen worden. Also, ich mache mir da wenig Hoffnung. So, wir sind wieder zu Hause. Home sweet Alabama. Ja, also, unser Projekt. Etage hochziehen und die Tür noch machen. Hier brauchen wir noch zwei. So, dann nehmen wir einen Schlitten und ab nach oben. Ich würde sagen, wir gehen nach oben, da hoch. Und dann können wir den Schlitten einfach über unsere Rampe einfach droppen lassen. Dann können wir dann in Ruhe da oben farmen gehen, falls das nicht irgendwelche Kannibalen uns wieder aussuchen. Mal gucken, ob das jetzt gut gehen wird, ob wir jetzt in Ruhe farmen gehen können. Also nicht hier unten, wir gehen da oben in die Ecke einfach. Und haben unsere Ruhe. Et voilà. Hier sind wir. Da ist unsere Selbstmordrampe. Von der können wir dann springen, wenn irgendwie alles schief gehen sollte. Scheiße, wir können den Schlitten gar nicht so runterjagen, wie ich gehofft habe. Wir können hier von hier ganz schön viel beobachten. Seht ihr das? Das ist eine schöne Aussichtsplattform eigentlich auch gleichzeitig. Vögelchen. Na los, fangen wir mal an. Hoppa. Mit der modernen Axt geht es ja viel schneller. Okay, mehr geht nicht. Na los, dann droppen wir die Kacke mal runter. Kommt ihr runter an? Kommt ihr da unten an oder bleibt irgendwo hängen? Ich glaube, das sieht gut aus. So, dann probieren wir so einen Schlitten. Das kann aber auch nur schief gehen, wa? Oder? Ja. Oh, wir haben den Sturz überlebt, hör auf. Nicht dein Ernst. Unser Schlitten auch, sehr gut. Oh, wie geil ist das denn? Kommen wir mit Medizin zu uns. Wir haben den Sturz echt überlebt. Geile Sache. Okay, so, jetzt können wir hier arbeiten. Und der eine, wo ist der andere? Der liegt auch da. Sehr schön. Siehst du, dann können wir jetzt hier unsere Tür zu machen. Yes, baby. Hallöle. Weiter geht's. Hier müssen wir leider springen, anders geht es hier nicht. Machen wir hier das Fenster. Aha. Interessant, 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 oder? Hier, die Dinger können wir auch noch nehmen. Sehr schön. Aha. Da müssen wir eigentlich überall Fenster machen, damit man ja nur halbe Sachen bauen kann. Habt ihr gesehen? Weil wir werden jetzt, guck mal, jetzt sparen wir voll am Holz hier. Weil jetzt haben wir quasi
Die sehen eine, zwei. Oh, was? Die wir echt 5 Stück haben? Frechheit. Richtige Frechheit, sage ich euch. Na, scheiße. Und dann guckt es seine Seite ein bisschen raus. Sieht auch scheiße aus. Ach, leck mich doch am Arsch. Und dann noch 13 Stück. Wir lassen die Lücke einfach, bis er mit Luft reinkommt. Unsere schöne Etagenwohnung hier. Haben wir noch irgendwas? Nee, sieht ja ganz okay aus von vorne. Da muss er nicht jetzt genau alles zeigen. Hier seht ihr jetzt schon mal oben ein bisschen was hochgezogen. Unsere tolle Hütte. Hier könnt ihr es nochmal begutachten. Ich laufe nochmal kurz rum. Wir haben die ja letztens noch gar nicht. Ihr habt die noch nicht wirklich schon bis jetzt gesehen, ne? Hier haben wir das Bett unter der Treppe. Dann kommen wir hier rein. Gehen wir hier nach oben. Dann hier bauen wir hier hoch. Und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Treppe. Die geht dann von da nach da hoch. Und dann haben wir ganz oben nichts weiter. Da können wir einfach nur einen Ausguck haben. Und das war's dann eigentlich schon. Das ist doch super, oder? Das ist doch sehr schön. Oh, wir sind schon, wir leben ja schon wieder am Limit hier. Es ist schon wieder verdorben alles. Ja, super. Na hier, bitteschön. Oh, Wasser ist alle. Nicht gut. Wir haben Cola. Hihi. Oh, wie ist Coca-Cola? Du. Haben wir irgendwas hier eigentlich raufgehangen? Ah, guck mal hier. Haha. Also ist er den Fisch? Nein, das sollte er ja nicht machen. Also eigentlich sollte er den einsammeln. Hm. Naja, komm, jetzt mal hier was. Na los. Hier ist noch ein verdorbenes Fleisch. Ist jetzt irgendwie Fleischvergiftung irgendwas zu sich gezogen? Magen. Alles gut. Oh fuck, da war was. Nein! Wir können den Schitten gar nicht so einfach rausschmeißen. Mist. Das war jetzt richtig dumm von mir. Scheiße. Ach nein, da hängen wir hier wieder im scheiß Schlitten fest. Naja, jetzt haben wir hier Tag auf der Tür, oder was? Das ist aber auch nicht gut, ne? Da müssen wir... Wir brauchen ja jetzt den Schlitten und wir müssen jetzt... Och, Mann, du Dummbeutel. Ja. Einmal drehen. Nicht alles kaputt machen. Autsch. 12 Sekunden später. Ja, und jetzt machen wir hier bitte eine... So, Tür. Genau. Wie brauchen wir dafür? 5 Holzer. Na dann. Und das nur unserem blöden Schlitten. Wo ist unser Schlitten jetzt hin? Der steht jetzt hier auf dem Kopf. Nee, das, wo ist unser Schlitten jetzt hin? Hallo? Haben wir den jetzt einfach mit zerstört? Bei den ganzen Rum kaputt mache oder... Ich sehe ihn nicht mehr auf der Karte. Ja, leck mich doch fett. Meine Güte. Alles klar. Wir bauen einen dritten Schlitten. Hey, ja bitte. Ey, das ist bescheuert, Alter. Hey. Ach, Mann. Nimm das und das und das und... Ayo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 
Ich stehe hier. Sehr gut, erledigt. Sehr gut. So funktioniert diese Falle. Habt ihr es gesehen? Oh, ein Stück Fell liegt hier rum. Warum denn das? Hä? Ach cool, wir haben einen Hasen gelegt. Auch nicht schlecht. Haben wir ein bisschen. Hier. Falls sich jemand noch holen will. Oh, ihr Ekelhaften. Das waren wieder diese mit den Ledergesichtern am Kopf. Bäh. So, dann gehen wir nämlich an der Seite von uns hier runter, gleich mit dem Schlitten. Dann dürfte uns nichts passieren. Sehr schön, alles hinterher. Feuer, ba, ba, bam. Gibt es hier eigentlich auch friedliche Inselbewohner? Das kann man sich ja mal so fragen, ne? Wäre mal ganz interessant zu wissen. So, jetzt liegen hier ein paar Baumstämme rum. Weil unser Schlitten schon wieder voll ist. Yeah, sehr schön. Und hier sind ein paar Rehe. Okay, was auch immer die von uns hier wollen. Oh, unser Ding ist ziemlich weit weg. So, let's go. Guck mal, jetzt ist es nicht so hoch. Hier kannst du schön sich fallen lassen. Sehr gut. Schlitten. Unsichtbarer, mächtiger Stamm, oder was ist hier los? Na los, es ging doch, ey. Junge! Ich sag ja, dieses Spiel ist teilweise so komisch, aber... Komm, wir haben noch so viel wir haben noch hier so viel Fleisch oben noch hängen, aber wir wollen ja eh das Ding, den Toten darauf schmeißen. Die Tür machen wir zu. Gute Nacht. Dann können wir mal gucken, was wir hier vielleicht. Da müssen wir das hier auch wegmachen. Ach ja, immer wieder diese Umgestaltungen. Schlimmer als im Weddingplaner, ey. Komm, ruf da, verbrennen und dann ist gut. Juhu, es kam das Knochengeräusch. Yes, Baby. Haben wir genug? So, machen wir noch ein bisschen Dekoration hier, komm. So, wenn wir jetzt hier reinkommen, in unsere schöne Hütte, ne, dann haben wir hier einmal Deko. Da. So, wenn wir in unsere schöne Hütte jetzt reinkommen, haben wir hier eine schöne... Hier ist die Tür, dann haben wir diese kleine Stehlampe, können wir doch eigentlich hier in diese Ecke hier stehen. Genau. Was für Baumstämme. Guck mal, ist das nicht schön? Da hast du jetzt hier schöne Beleuchtung hier drin. Machen wir das Feuerzeug aus. Nun ja, ist ganz schick. Aber irgendwie macht mich das noch nicht glücklich. Wir haben noch so viele tolle Möglichkeiten. Wir haben noch so eine schöne Hängelampe. Die könnten wir doch eigentlich unter unserem Bett machen, ne? Hier so drüber. Oder vielleicht doch hier oben so. Hier so. Mhm. Oh, es wird hell. Und wir sollten, glaube ich, mal schlafen gehen, damit unser Kollege mal jetzt hier sich erholen kann und nächsten Tag mal einen Tag genießen kann. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir jetzt gleich ab und sind fertig für heute. Ich glaube, in der nächsten Folge kriegen wir es auch hin, das Ding hier hochzuziehen. Ich hoffe, ihr fandet die Folge ganz interessant und gut. Hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Alleine zu bauen ist immer ein bisschen schwierig, keine Frage. Zu zweit geht das immer ein bisschen schneller, weil dann man auch gegen Kannibale besser gerüstet ist und allen drum und dran. Man kann zu zweit auf die raufgehen, die einfach ganz schnell platt machen. Ich alleine kann das nicht. Muss immer ein bisschen taktisch vorgehen. Ich finde nur kacke, dass das Spiel meine Leichen geklaut hat. Fände ich eine Frechheit, Unerhörtheit. Richtig gemein. Ich kann ja mal gucken, ob die hier irgendwo rumliegen, aber ich bin der Meinung, die sind einfach verschwunden. Weil ich könnte echt die Knochen gut gebrauchen. Nee. Hier ist wirklich gar nichts. Voll die Verarsche, wirklich. Okay, guti, liebe Leute von heute. Käfige sind auch alle oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schönen Sonntag, ne? Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Damir, aka Bärenkroate. Adio.
und Tschüssikowski. Ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damir aka Bärenquarte. Adio, ciao, ciao.